Albi und ich habe heute die Ehre, das Event moderieren zu dürfen. Ein herzliches Willkommen auch an dich, Ruben. Danke, dass du da bist. Hi, danke, dass ich da sein darf. Ruben selbst ist CEO von Finanzgarten. Seit 5 Jahren investiert er erfolgreich in ETFs, Aktien und insbesondere Kryptos. Der Titel seines Vortrages lautet demnach Chancen und Risiken beim Investieren in Crashzeiten. Bevor es losgeht, holt euch noch etwas zu trinken und auch etwas zu schreiben, damit ihr euch Fragen notieren könnt. Es wäre super schade, wenn ihr etwas verpasst. Apropos verpassen, falls der Stream nicht einwandfrei laufen sollte, kommt bitte auf unsere Hauptpage geldhelden.org/finanzcrash. Ich poste nun den Link nochmal in den Chat für jeden. Natürlich, falls ihr Fragen habt während dem Vortrag, könnt ihr diese natürlich gerne in den Chat stellen. Wir werden die am Ende alle versuchen zu beantworten. Damit übergebe ich nun das Wort an dich, Ruben, und wünsche euch allen viel Spaß bei der Präsentation. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen zu dem Vortrag mit dem Titel Chancen und Risiken beim Investieren in Crashzeiten. Vollbild passt, Albi? Ja, ich gehe mal davon aus, es passt. Und zur Übersicht, erstmal werden wir die Frage klären, was ein Crash überhaupt ist und wie er zustande kommt. Dabei schauen wir uns die Marktzyklen und die Psychologie, die dahinter steckt, an. Und dann gehen wir noch auf die technische Sicht ein bei einem Crash. Und dann kommen wir zum Hauptteil des Vortrags. Da schauen wir uns Chancen und Risiken in Crash- und Krisenzeiten in Zahlen an, in Bezug auf ETFs, Aktien, Gold und Silber und auch Krypto. Abschließend gibt es dann ein Fazit. Und ich werde noch den Umsetzungskurs, den ihr dann im Anschluss buchen könnt, der im Kongresspaket enthalten ist, werde ich noch vorstellen. Zuerst mal, was ist ein Crash? Jetzt haben wir hier mal so einen beliebigen Kursverlauf. Und wenn ich da jetzt 11 Leute fragen würde, wo ist da jetzt der Crash, würde ich wahrscheinlich 11 verschiedene Antworten bekommen, weil es dann schon ziemlich subjektiv ist. Aber man kann sagen, dass der Crash eigentlich eher etwas Kurzfristiges ist. Und generell muss man es aber auf jeden Fall prozentual betrachten. Also ich sehe dann gerade Anfänger, die schauen dann nur auf die Euros oder Punkte, wie viel es verloren wurden. Aber um es qualitativ zu beurteilen, muss man es natürlich prozentual betrachten und kann man es natürlich auch mit anderen Assets vergleichen. Und bei Fonds und ETFs, da würde man kurzfristig, wenn es da an einem Tag oder einer Woche um 5 oder 10% bergab geht, wird man schon von einem Crash sprechen. Bei Aktien und Kryptos eher so ab 20, 30%, also in dem kurzen Zeitraum. Und bei großen Aktien, die dann schon eine große Marktkapitalisierung haben und stabiler sind, die gehen dann eher Richtung Fonds und kleine Aktien dann eher Richtung Krypto. Und genau. Wenn es dann jetzt noch weiter bergab geht und längerfristig praktisch so einen Abwärtstrend haben, dann spricht man eigentlich eher von einer Krise als von einem Crash. Aber ich denke, das gehört auch hier dazu. Und da wird man bei Fonds und ETFs eher so ab ja, 20% schon von einer Krise sprechen und bei Kryptos eher so 40, 50%, wenn es da langfristig unten ist. Genau. Und jetzt schauen wir mal, uns mal an, wie es zum Crash kommt. Und da ist das Prinzip dieser Marktzyklen sehr spannend. Und die Psychologie, die dahinter steckt, weil es sind ja Menschen, die investieren. Und gerade am Anfang hat man oft das Misstrauen, so wird die Rallye wirklich was. Und wenn es dann weiter aufwärts geht, kommt dann der Optimismus, ja, es könnte was werden, gefolgt vom Glaube, jetzt bin ich voll überzeugt, gehe all in. Und daraufhin folgt bei vielen so ein Rausch, jetzt leihe ich mir sogar noch Geld, gehe da mit rein. Und die Euphorie, jetzt werden wir alle reich, gib ihm. Und wenn es dann der Absturz kommt, dann ist es oft so eine Überheblichkeit, ja, es wird gleich wieder nach oben gehen. Und wenn es dann aber richtig runtergeht, dann fängt schon die Angst an, so ja, liege ich wirklich richtig? Und gefolgt meistens dann, wenn es der Abwärtstrend sich fortführt, von der Verleugnung so Richtung, das wird schon wieder, es wird wieder nach oben gehen, es kann gar nicht sein. Und dann
Darauf folgt in der Regel die Panik, so scheiße, jetzt verkaufen alle, jetzt soll ich auch verkaufen. Und das ist in der Regel dann auch tatsächlich der Tiefpunkt, wenn die Panik komplett einsetzt. Und bei vielen erleben dann auch noch danach so eine Wut, so warum hat man mich nicht geschützt und gefolgt von Depressionen, es wird eh alles scheiße, es wird nichts mehr. Und dann wiederholt sich der ganze Zyklus, dass wieder so, wenn es dann nach oben geht, dann eher das Misstrauen kommt. Und genau das, diese Emotionen, die spiegeln sich halt eben im Kurs wieder und führen eben zu den Übertreibungen, dass man so euphorisch ist, jetzt investiere ich noch mehr, gib ihm. Und das ist, glaube ich, ein ganz schönes, anschauliches Beispiel aus psychologischer und emotionaler Sicht. Und technisch könnte man das auch so begründen, dass es so heftigen Crashes kommt, wo es so steil abwärts geht, dass zum Beispiel hier jetzt Leute anfangen, Short-Positionen aufzubauen. Wenn du neu bist, Short bedeutet einfach, dass ich mir eine Aktie oder einen Vermögenswert leihe, ihn gleich verkaufe, wenn der Kurs noch hoch ist, und dann darauf spekuliere, dass der Kurs fällt, dass ich ihn zum späteren Zeitpunkt günstiger nachkaufen kann. Und es ermöglicht eben Profit bei fallenden Kursen zu machen. Und das passiert halt häufig, gerade durch Hedgefondsmanager, die dann solche Short-Positionen aufbauen. Das führt dann schon mal zu einem Verkaufsdruck, wo es dann hier schon bergab gehen könnte. Und dann gibt es auch noch Leute, die gehebelt long gehen. Also das ist das Umgekehrte, dass man halt ganz normal einkauft und auf steigende Kurse spekuliert. Aber viele machen das eben gehebelt. Das heißt, sie leihen sich Geld. Und da hat man halt immer das Problem, die Broker, die einem das Geld leihen, die sind ja nicht blöd, die haben dann solche Sicherheitsmargen eingebaut. Wenn man sie zum Beispiel mit dem 10er Hebel, also mit dem 10-fachen Kapital reingeht, dann heißt es, bei plus 10% habe ich schon plus 100% Gewinn. Aber wenn es in die andere Richtung geht und ich mache minus 10%, habe ich ja schon all mein Kapital verloren, habe minus 100% gemacht. Und falls es richtig steil bergab geht, könnte es ja sein, ich rutsche da durch. Und es geht noch weiter bergab. Und deshalb wird das so ein Stop-Loss gesetzt, noch über diesen 10% beim 10er-Hebel zum Beispiel, 5%. Und das heißt, mit einem 10er-Hebel könnte ich gerade mal 5% ins Minus gehen und wäre dann schon liquidiert. Das wird dann automatisch aufgelöst, meine Position. Und wenn halt viele sowas machen, dann kann eine richtige Kaskade entstehen. Gerade bei Bitcoin letztes Jahr waren viele so mit Hebel unterwegs. Und das führt dann halt auch dazu, dass wir so eine krasse Abwärtsbewegung haben. Und was es auch gibt, ist, dass halt ein Stop-Loss einfach von ganz normalen Investoren drin ist. Und wenn das ausgelöst wird, das ja auch wieder zu Verkaufsdruck führt, dann wird vielleicht das nächste Stop-Loss ausgelöst. Und klar, in der Realität, da kann das natürlich alles durchmischt sein, dass hier oben natürlich schon Stop-Losses sitzen und hier auch Short-Positionen aufgebaut werden. Und es halt alles so ein Zusammenspiel ist. Was letztendlich der ausschlagende Grund ist, ist oft schwer zu sagen. Es könnte auch sein, dass einfach ein Großaktionär aussteigt, gerade wenn die Marktkapitalisierung noch nicht so groß ist, dass es dann halt auch zu einer riesen Abwärtsbewegung führt. Und in der Regel ist es halt einfach ein Zusammenspiel von vielen Aspekten. Gut, jetzt schauen wir uns mal die Risiken in Crashzeiten in Zahlen an. Also wenn der Begriff ETF dir nichts sagt und du bist ganz neu, dann reicht es für dich jetzt einfach zu wissen, dass es sowas wie ein Fonds ist. Also wo dann schon viele Firmen drin sind. Bei dem MSCI World ist es so, dass die wirtschaftsstärksten Firmen der Welt drin sind, 1800. Dadurch hat man schon eine breite, große Streuung drin und ein geringes Risiko. Und da war es jetzt so, über die letzten 10 Jahre, das J steht immer für Januar, also von Januar 2012 bis Januar 2022, da war die längste Verlustperiode weniger als 2 Jahre. Das heißt, man hätte nur Geld verlieren können, wenn man weniger als 2 Jahre im Markt war in diesen 10 Jahren. Und maximal hätte man gerade mal 30% verlieren können. Wenn man eben kurz vor Corona, kurz vor der Pandemie eingekauft hätte und am Tiefpunkt vom Crash verkauft hätte, dann hätte man 30% verlieren können. Also für mich persönlich ist es eigentlich als Investor überschaubar. Gerade wenn man es jetzt mit Aktien oder Krypto vergleicht. Auf der anderen Seite ergeben sich aber auch Riesenchancen. Also hätte man in dem Index vor 10 Jahren im Januar angefangen einzusteigen, hätte man schon 256% plus fast 10% pro Jahr. Da sieht man jetzt auch wieder schön den Zinseszinseffekt. Denn wenn man jetzt einfach 10 mal 10 Jahre rechnen würde, 10 mal 10 wären 100%. Aber weil ja auf das nächste Jahr
die 10% vom vorigen Jahr ja dazukommen. Das ist ja der Zinseszinseffekt, dass die 10% vom Vorjahr machen, im nächsten Jahr wieder 10% und so weiter. Und da kommt dann viel stärkeres Wachstum zusammen. Und dann sind es hier zum Beispiel 256% und keine 100%. Nur noch so nebenbei. Und es hat kein Jahr gedauert. Hier im Januar 2020, da war ja dann ein bisschen später im Februar, März die Pandemie. Und hat kein Jahr gedauert, bis dann neue Höchststände erreicht wurden. Und hätte man jetzt die Krise genutzt, um günstig einzusteigen, dann wären wir jetzt 50-90% im Plus. Natürlich muss man dazu sagen, dass es schwierig ist und niemand schafft es genau, den Boden zu erwischen und den Tiefpunkt. Das sollte man auch gar nicht versuchen. Aber man kann da auch so einen gestaffelten Einstieg machen. Und ich habe jetzt mal so einen Mittelwert genommen, also nicht ganz unten, sondern sowas dazwischen. Und je nachdem hätte man da halt 50-90%, wäre man dann schon im Plus, hätte man das als Einstieg genutzt. Jetzt habe ich noch einen spannenden Zeitungsartikel über die letzten 50 Jahre, gerade von diesem MSCI World. Und da sieht man, wie es halt immer wieder Krisen gab. Die Ölkrise, RAF-Terror, Schwarzer Montag, Asienkrise, die Dotcom-Technologieblase, die war heftig. Aber trotzdem hat es der Index immer geschafft, wieder neue Höchstwerte zu erreichen. Und gerade MSCI World ist einfach der größte. Und da sind auch solche Mechanismen eingebaut, dass halt schlechte Firmen automatisch absteigen und gute Firmen aufsteigen. Und dann ist es schon unwahrscheinlich, dass man hier langfristig Geld tatsächlich verliert. Man muss halt die Geduld mitbringen und die wird in der Regel belohnt. Jetzt schauen wir uns den DAX an. Da erlebe ich es immer wieder in Kundengesprächen und auch so, dass die Deutschen einfach so fixiert sind auf ihre Heimat, dass sie dann immer, wenn sie investieren, dann deutsche Firmen nehmen oder deutsche ETFs, die halt auch den DAX abbilden. Aber werden gleich sehen, dass es eigentlich keine gute Idee ist. Zum ersten Mal hat man eine schlechte Diversifizierung, weil nur 30, jetzt gut, DAX 40, jetzt sind es 40 Unternehmen, aber es ist immer noch sehr gering. Und man hat dann ja auch, wenn die regionale Einschränkungen, wenn es Deutschland schlecht geht, dann ist das Gesamtinvestment, zieht nach unten. Und hier sieht es schon schlimmer aus mit der längsten Verlustperiode. Da hatten wir 3 Jahre oder gut, das kann man ja nicht wirklich sehen hier. Das ist dieser Mini-Zipfel höher. Also eigentlich sind es schon 6 Jahre die längste Verlustperiode beim DAX. Und hier hätten wir auch maximal schon mehr verlieren können. Da waren 37%. Aber kurz vor der Pandemie eingestiegen wäre und am Tiefpunkt ausgestiegen. Und von der Upside, also dem Potenzial, den Chancen, ist es auch deutlich schwächer. Also da haben wir hier über 5 Jahre gerade mal 53%, also ein bisschen weniger. Und ich hätte gerade mal die Inflation drin mit dem DAX. Und genau, auch 1 Jahr gebraucht, um sich da zu erholen. Beziehungsweise, wenn man jetzt den Kurs ansieht, ist es ja auch nicht wirklich erholt von der vom Vor-Pandemie-Niveau aus gesehen. Aber man wäre immerhin auch 45-80% im Plus, wenn man da die Krise genutzt hätte zum Einstieg. Gut, und jetzt schauen wir uns mal Aktien an in der Krise. Da habe ich jetzt mal Amazon als großer Vertreter. Und da wäre die längste Verlustperiode gerade mal 1,5 Jahre gewesen und nicht mal die Pandemie. Die haben ja sogar noch profitiert von der Pandemie. Also war 2018, wo wir halt Unsicherheit hatten mit Handelskrieg in China, Brexit und so weiter. Und da war der maximale Verlust eben nicht zur Pandemie, sondern davor und aber auch nur 33%. Und die Upside war natürlich brutal bei Amazon. Da hätte man sein Kapital verelffacht. Und da sieht man auch wieder schön den Zinseszinseffekt über 10 Jahre. Wenn man da jetzt einfach 10 mal 30 rechnen würde, würde man gerade mal auf 300% etwa kommen. Aber es waren halt 1100, also fast verzwölffacht das Kapital. Und hätte man da jetzt die Pandemie genommen zum Einsteigen, hätte man 70-100% plus. Aber das ist jetzt auch nochmal ein bisschen besonders zu sehen, weil die haben ja nicht wirklich einen Crash gehabt eigentlich. Im Gegenteil, die haben eher profitiert von der Krise. Genau. Da ist Facebook schon ein besseres Beispiel. Da war die längste Verlustperiode auch 1,5 Jahre. Und da ist interessanterweise der maximale Verlust, ne? Die Corona-Pandemie, sondern was wir jetzt sehen, 46%. Und da sieht man auch wieder bei Einzelwerten wie Aktien, da muss man einfach viel mehr aufpassen. Und aber erstmal genau die Chancen. Und da wären es auch echt
stabile Rendite gewesen von 550%, also 20% pro Jahr. Und in der Corona-Pandemie hätte man da zur nächsten Stabilisierung so 50-75% plus gemacht. Aber man muss jetzt wirklich aufpassen bei so Einzelwerten wie Aktien. Ich erlebe es immer wieder und mir ging es auch so am Anfang beim Investieren, da bin ich ganz ehrlich, dass man halt immer versucht, so ein Schnäppchen zu machen und wenn es gefallen ist, dann schön einzusteigen und schaut sich dann den Hochpunkt von davor an, rechnet sich aus, wie viel es dann wieder plus macht, wenn es da wieder hinkommt. Aber man muss halt echt aufpassen, dass man nicht zwanghaft versucht, so ein Schnäppchen zu machen, weil auch wenn ich tiefer einsteige, es geht immer wieder tiefer, da kann ich trotzdem noch all mein Geld verlieren. Und hier zum Beispiel bei Teladoc, da dachte ich hier das Grüne, da hätte ich jetzt hier einen schönen tiefen Einstieg gemacht, aber dann ging es weiter nach unten weiter, hier habe ich es dann auch abgestoßen und dann ging es hier noch viel weiter nach unten. Also das sollte uns, da sollte man wirklich aufpassen. Und die Anlage muss wirklich Zukunftspotenzial haben, was Teladoc ja eigentlich hat. Also gerade wenn man sich unsicher ist, dann lieber ein ETF nehmen, um günstig einzusteigen. Gerade beim MSCI World, da ist es sehr unwahrscheinlich, dass er nicht ein neues Hoch erreicht. Bei einer Einzelaktie, da ist das Risiko natürlich um ein Vielfaches höher. Gut, dann schauen wir uns mal die Chancen und Risiken beim Crash-Zeiten von Gold und Silber an. Da habe ich jetzt hier ein was vorbereitet, das nehme ich jetzt mal hier rüber. So, ich gehe mal davon aus, man sieht jetzt meinen Browser. Und hier sehen wir Silber ganz, ganz unten. Das blaue aufgefüllte Silber, das rote ist Gold. Und darüber, das blaue ist der DAX und das grüne ist der Dow Jones, also der größte Index von den USA. Und hier sieht man schön die Corona-Pandemie, wo es richtig nach unten ging. Und da waren die Leute so unsicher, dass sogar Silber und Gold auch erstmal abverkauft hat. Da hat man auch erst einen kleinen Dip. Aber dann sind die Leute geflüchtet in sichere, vermeintlich sichere Anlagen, eben wie Gold. Und die haben hier einen deutlichen Zuwachs gewonnen. Und hätte man jetzt hier schon nehmen können, um sein Depot praktisch abzusichern. Aber auf lange Sicht gesehen, wenn man hier jetzt die 10 Jahre sieht, da wären wir sogar noch im Minus bei Gold, bei Silber im Minus und bei Gold gerade mal so 17% im Plus. Also wenn man jetzt dann einen Großteil davon zu unserem Depot dann aus Angst in Gold und Silber anlegt, dann wird man wahrscheinlich einiges an Renditen verpassen, wenn man das jetzt vergleicht. Und vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel noch den S&P 500, wo 500 Unternehmen von den USA drin sind, dazuschalten, dann wird es nochmal steiler, genau. Und noch krasser wird es, wenn wir zum Beispiel noch den Nasdaq 100 dazuschalten. Da wird es dann, der hat dann halt hier deutlich Gold und Silber über den 10 Jahre extrem outperformed. Und da hätten wir halt schon einiges verpasst. MSCI World wäre eigentlich spannend, das habe ich jetzt, kann man den nicht hier auch dazu, okay, schade, den kann man jetzt hier nicht dazu schalten. Das wäre natürlich spannend, den MSCI World noch hier dazu zu schalten, aber ja, das waren ja diese, ja, 200, ah ja, stimmt, das waren ja diese 200 noch was Prozent hier in dem Bereich, genau. Und wenn wir jetzt uns aber über die letzten 3 Jahre anschauen, dann ist Gold und Silber natürlich stark unterwegs hier. Silber ist ja das durchgezogene hier, Gold. Dann, klar, da war der Nasdaq dann gerade mal ein bisschen besser. Aber wenn man das sich jetzt fortführt, dann ist eher zu erwarten über die nächsten Jahre, dass es halt wieder nachzieht und Gold eben von der Performance dann nicht mithalten kann. Aber ich denke, das ist mal ganz spannend und man sieht halt hier echt, wie die Leute reagiert haben und hier dann in Gold und Silber geflüchtet sind, wie man sieht man hier ganz schön. Gut, dann switchen wir mal wieder zurück in die PowerPoint und schauen uns Krypto an in Crash-Zeiten und die Risiken. Tja, da mussten die Anleger jetzt mehr Geduld mitbringen. Da waren die längst von, da betrachte ich jetzt nur die 5 Jahre, die letzten, weil es halt auch gerade am Anfang noch so klein war und volatil, dass es jetzt halt aussagekräftiger ist.
Und da war es so über die letzten 5 Jahre, dass man Geduld mitbringen musste, wenn man 2017 zum totalen Hype eingestiegen ist. Dann musste man wirklich 3 Jahre sich gedulden, um wieder neue Höchstwerte zu sehen, und war dann praktisch, konnte 3 Jahre Minus sein. Aber man muss dazu sagen, da war der Markt hauptsächlich von Retailern, also privaten Kleinanlegern, getrieben. Und die sind halt einfach nicht so erfahren, haben viel mehr Panik und Emotionen und nicht so ein Time Horizon. Und jetzt ist der Markt schon gereifter. Mehr institutionelle Investoren sind drin und die haben natürlich einen ganz anderen Zeithorizont und die wollen nicht hier kurzfristig schnell mal Geld machen. Die wollen über die nächsten Jahre das dann machen. Und das sieht man jetzt auch schön. Hier war nämlich noch von 2017 der maximale Verlust auch überhaupt in den letzten 5 Jahren von 83%. Das ist halt schon brutal. Und da muss ich zugeben, da war ich auch schon echt am Zweifeln und habe dann tatsächlich meinen schönen Bitcoin umgetauscht in Gold, was jetzt rückblickend sehr blöd war. Aber das ist genau das mit den Marktzyklen und der Psychologie. Weil dann hier wirklich die Leute total am Boden denken, ah, da geht gar nichts mehr, bevor ich jetzt alles verliere, tausche ich es noch um. Und genau das ist eben der falsche Gedanke. Natürlich muss es halt auch was Solides sein. Ich meine, wenn man jetzt in was Fragwürdigem drin ist, dann, wie gesagt, kann es immer der Boden, kann es immer noch weiter runtergehen, auch wenn man tief einsteigt. Und da war die Corona-Pandemie vergleichsweise harmlos mit 53%. Also dann ging es von über 8.000 Dollar waren das, glaube ich, auch 4.000 irgendwas Dollar runter. Und hätte man, genau, und die neuesten Crashes jetzt, letztes Jahr im Mai war das, das weiß ich noch ganz genau, da hatte meine Schwester Geburtstag und da, bam, auf einmal ging es so dreckig bergab, hatten wir hier minus 52%. Und zum Sommerloch dann. Und dann ist es alles schön wieder gestiegen, hat eine Rallye im November, ein neues All-Time-High. Und da war der Drop dann auch schon geringer, also nur noch 45%. Also es zeichnet sich ab, dass es wirklich reifer wird, die Crashes nehmen ab, die Intensität. Und es passt ja auch damit zusammen, dass halt weniger Spekulanten drin sind, mehr institutionelles und seriöses Kapital. Und ja, das war schon auch für mich spannend, das jetzt nochmal so direkt aufzuzeichnen. Und charttechnisch sieht man, dass wir eigentlich immer noch schön im Aufwärtstrend sind. Wir haben hier höhere Hochs, höhere Tiefs. Also es wird spannend, wie es jetzt weitergeht. Aber ich persönlich, ich mache ja keine Finanzberatung, darf ich natürlich nicht. Aber ich persönlich glaube, dass wir jetzt natürlich noch mal ein bisschen Abwärtsbewegung sehen können. Aber langfristig sieht es gut aus, dass wir da noch Freude haben werden am Bitcoin. Und wenn man sich jetzt die Upside, die möglichen Chancen anschaut, da war es über die 5 Jahre brutal mit diesen 2.893%, also fast eine Ver-29-Fachung, also 1.000 Euro wären zu fast 29.000 Euro geworden und 40% pro Jahr. Genau, da sieht man auch die Extreme von dem Zinseszins. Wenn man jetzt 40 mal 5 rechnen würde, dann wären es ja gerade mal so um die 200%, sind jetzt aber ja 2.893%. Und hätte man jetzt hier die Corona-Krise genommen, um einzusteigen günstig, und hätte im Sommer noch total Panik gehabt und einen Panik-Sell, Panikverkauf gemacht, dann hätte man da immer noch 4 bis 5x mitgenommen. Und hätte man jetzt das Sommerloch von letztem Jahr genommen, um gut einzusteigen, dann hätte man ja so 40-50% wäre man da jetzt immer noch im Plus von dort aus gesehen. Mhm. Und jetzt schauen wir uns das Ganze bei Ethereum an. Da, das ist die zweitgrößte Kryptowährung, aber von der Marktkapitalisierung auch nochmal deutlich hinter Bitcoin. Da ist dann halt alles nochmal volatiler, also schwankungsanfälliger und schwankungsintensiver. Die Verlustperiode, die war gleich, auch diese 3 Jahre. Und der maximale Verlust, der war jetzt schon enormer. Bei Bitcoin hatten wir ja da diese 82%, glaube ich, und hier sind es schon 93. Also da kann ich gut verstehen, dass die Leute dachten, hey, da geht überhaupt nichts mehr. Und dann war die Corona-Krise schon vergleichsweise harmlos mit 62%, aber halt auch echt heftig. Aber wie gesagt, da waren die Märkte noch nicht so reif wie jetzt. Aber hier sieht man es auch an dem Peak, wie dünn der ist, dass es da halt auch volatiler wie jetzt bei Bitcoin ist. Da hatten wir hier einen Drop von 55%, das war bei Bitcoin auch geringer. Und jetzt
von November All-Time High ausgesehen. Auf Januar war, glaube ich, das Tief, sind es 48%. Aber auch hier sehen wir, dass die Intensität der Crashes abnimmt. Und was ja auch wieder passt dazu, dass mehr institutionelles Geld reinfließt. Hier das A ist übrigens immer April. Das sind jetzt dann wirklich aktuelle Daten, immer April. Genau. Und da ging es mehr bergab als bei Bitcoin. Aber dafür war die Upside, also die Chancen, waren hier auch enormer. Hier hätte man jetzt über die 5 Jahre schon sein Geld für 36-facht. Und wenn man Corona als Einstieg genommen hätte und im Sommerloch verkauft hätte, hätte man immer noch richtig heftige 10 bis 16 X gemacht. Also das nenne ich mal eine Chance. Und vom Sommerloch aus gesehen zu jetzt ist es auch noch 50-70% im Plus. Also wer da die Gelegenheit genutzt hat zum Einstieg, dem Gratulation, der kann sich freuen. Aber nichtsdestotrotz sollte man auch hier aufpassen, ist Vorsicht geboten. Und man sollte auch auf keinen Fall zwanghaft versuchen, Schnäppchen zu machen. Weil wie gesagt, es geht auch 99% tiefer geht es auch, wenn man günstiger einsteigt. Und man muss sich bewusst sein, dass im Kryptomarkt so viel Spekulation und Hype drin ist, vergleichbar mit der Dotcom-Blase, also mit dem Internetboom von damals. Da war es auch so, dass 80-90% der Firmen halt wirklich bergab gegangen sind und Totalverluste waren. Und so voraussichtlich wird es halt auch bei den Kryptowährungen so sein, dass ein Großteil einfach verschwindet. Und wenn man da dann denkt im Crash bei einem günstigen, hey geil, da steige ich jetzt schön ein, da kann man halt ordentlich auf die Fresse fliegen. Und Bitcoin und Ethereum, die haben halt wirklich das geringste Risiko mit Abstand. Da habe ich jetzt noch ein schönes Beispiel, der Bitcoin Cash. Und der ist tatsächlich, wir haben jetzt die richtig heftig krassen Renditen gesehen von Bitcoin und Ethereum. Und hier wären wir sogar minus über 5 Jahre. Und vom All-Time-High gesehen 2017 ist es 92% im Minus. Und wir haben es nicht mal geschafft, also Bitcoin Cash hat es nicht mal geschafft, das All-Time-High von damals einzuholen, was auch schon ein sehr schlechtes Zeichen ist. Und wenn man da als Naivling, also ganz am Anfang, da dachte ich auch so, jetzt, wenn man den Tiefpunkt sieht im Vergleich zum All-Time-High, dass man dann, oh, wie viel Potenzial ist da drin, dann gehe ich ja da rein, da kann ich mehr Plus machen. Aber das kann halt wirklich total in die Irre führen. Und gerade bei Bitcoin Cash, da wäre das auch sehr irreführend gewesen und kein gutes Investment. Und dann lieber weniger gewinnen und dafür den sicherer, als dann versuchen, schnell reich zu werden. Was halt immer wieder sehe im Crypto-Space, die Leute dann sagen, auch Bitcoin, das lohnt sich nicht und dann kauft es irgendeinen kleinen Shitcoin. Also da auch in der Krise aufpassen, dass man das dann halt nicht denkt, oh, jetzt kann ich den günstig einkaufen, den Coin. Ja. Und als Fazit kann man noch zusammenfassen, dass solche Crashes ganz normal sind. Man hat es ja gesehen in den Marktzyklen. Die Psychologie, die schwingt halt immer mit und die Leute sind euphorisch, gehen viel zu arg rein in die Märkte. Und abwärts, da wird es dann sogar noch geschortet und noch mehr nach unten gedrückt. Aber man kann es auch positiv sehen, so ein Crash, der reinigt dann die Märkte. Und gerade so kleine Shitcoins oder schlechte Penny-Stocks, die werden dann rausgespült aus dem Markt und verlieren dann total. Und da trauen sich die Leute dann auch nicht mehr einzusteigen, wenn sie sehen, dass der halt 95% im Minus ist. Und es bietet halt enorme Chancen. Und jetzt betrachten wir das Ganze nochmal auf Anlageklassen oder Investoren bezogen. Wenn du jetzt zum Beispiel hauptsächlich in Fonds und ETFs unterwegs bist, vielleicht noch ein bisschen Gold und Bitcoin hast, das habe ich jetzt mal als Relax-Investor bezeichnet. Darauf wird sich auch der Umsetzungskurs beziehen. Da sage ich zum Schluss dann noch was dazu. Und da ist es halt so, da sollte man auf jeden Fall keine Panikverkäufe machen, sondern cool bleiben und durchhalten. Und gerade wenn man einen guten, breit gestreuten ETF wie der MSCI World hat, dann ist es ja so, dass gute Firmen automatisch aufsteigen, schlechte absteigen. Und vielleicht hat man sogar noch Gewinner in der Krise, wie zum Beispiel Zoom. Die haben ja übel profitiert davon, dass die Leute sich nicht mehr persönlich treffen durften und eben alles remote gemacht haben. Oder Amazon, durch die ganzen Online-Käufe, die sie zugenommen haben, haben in der Krise dann auch richtig stark profitiert, waren ja auch in dem Index drin. Und das sind halt Gründe, die
dazu führen, dass in der Regel bei so einem breit gestreuten ETF auch neue Hochs erreicht werden. Und meistens fährt man dann sogar besser, wenn man eben nicht versucht, dann den Markt zu timen und einfach durchrottelt. Und ich habe persönlich auch nicht dann so zeitlang als Trader versucht und Einstiege, Ausstiege, habe ein Tool, um das alles zu tracken. Das kommt dann auch im Umsetzungskurs. Und da konnte ich dann einen schönen Vergleich machen. Ich habe die gleiche Datei genommen, um zu verfolgen, was passiert da, wenn ich einfach nichts verkauft hätte, einfach durchgehalten, buy and hold. Und dann mit meinen Tradings und habe gesehen, ich wäre besser gefahren, wenn ich einfach nichts gemacht hätte und habe dann noch den ganzen Aufwand gehabt. Und es ist halt einfach schwer, den Markt zu timen. Niemand hat die Glaskugel. Und aber was man machen kann, auch als Relax-Investor, dass man ein bisschen Geld auf der Seite hat, das sollte man sowieso machen, so 10-20% Cash auf der Seite halten. Und dann kann man das ja nutzen, um schön gestaffelt dann nachzulegen in der Krise und dann noch guten Einstieg zu bekommen. Und jetzt schauen wir uns das Fazit mal an in Bezug auf Aktien und Krypto. Und da kann man sagen, je kleiner die Marktkapitalisierung, desto intensiver ist auch der Crash. Es ist ein bisschen wie ein Puffer, so eine Marktkapitalisierung. Und wie gesagt, sind dann auch meist große Investoren drin, die eben einen längeren Zeithorizont haben und gar keinen Bock haben, da jetzt schnell rein oder raus zu gehen. Und teilweise können die das auch gar nicht. So eine Order von 1 Milliarde, die kann man ja nicht einfach kurz aufgeben. Die müssen über mehrere Wochen dann ihre Order aufgeben. Und dann würde es eher zu einem langfristigen Abwärts führen, wie zu so einem heftigen Bam-Crash nach unten. Und auch hier gilt bei Aktien und Krypto Vorsicht bei der Schnäppchenjagd. Und wie gesagt, also man kann auch beim tieferen Einstieg immer noch alles verlieren. Und man sollte in jedem Fall auch nicht versuchen, den Boden zu timen. Und gerade wenn es steil nach unten geht, vielleicht lieber ein bisschen abwarten, bis es wieder nach oben geht. Da gibt es ja dieses Sprichwort, nicht ins fallende Messer greifen, das passt hier gut. Und genau nicht den Boden versuchen zu timen, sondern lieber so ein gestaffelter Einstieg oder gestaffelt nachlegen, wie es zum Beispiel hier immer gut sieht. Und dann, wenn es noch weiter fällt, dann kann man halt noch tiefer nachkaufen. Und genau, und wenn es halt steigt, dann zeichnet sich sehr ab, dass es eher wieder nach oben geht. Und da kann man halt das Risiko noch mal ein bisschen streuen. Und bei Aktien gilt grundsätzlich in Crash- und Krisenzeiten, dass Value-Werte halt besser fahren als Wachstumswerte. Value-Aktien sind Firmen, die schon schwarze Zahlen schreiben, also die positiven Cashflow haben, die sich gut über Wasser halten und die können dann solche Phasen halt gut überstehen, haben Cash-Puffer auf der Seite. Und wenn sie im Verkauf unterwegs sind, können sie die Inflation zum Beispiel auch einfach weiterreichen. Wenn sie günstige, teure Sachen einkaufen müssen, können sie sie auch einfach teurer wieder verkaufen an ihre Kunden, können die Inflation praktisch durchreichen. Und bei Wachstumswerten, Growth-Aktien, da ist eher das Gegenteil der Fall. Die haben viele Kredite aufgenommen, sind noch gar nicht positiv, schreiben schwarze Zahlen. Die leiden dann besonders stark in solchen Krisenzeiten. Und wenn man dann jetzt so einer Risikoinvestor ist, der eher auf Wachstum zählt, der leidet dann in Crash-Zeiten natürlich umso mehr. Und da sollte man dann vielleicht überlegen, wenn es sich abzeichnet oder man ist schon lange gut im Plus, dass man vielleicht ein bisschen umschichtet vorher. Genau. Und bei Krypto ist natürlich auch, wie gesagt, diese Vorsicht geboten, weil halt 80-90% der Projekte wahrscheinlich verschwinden. Und dass sich dann lieber an den großen Bitcoin und Ethereum halten. Und Gold und Silber, die sind natürlich gut in der Krise, da flüchten die Leute rein. Aber langfristig sind die Renditen halt echt schwach. Und würde man sein Portfolio da jetzt hingehen, übergewichten, da würde man schon einiges verpassen. Genau. Zum Schluss habe ich noch Krisenschutztipps. Man sollte auf keinen Fall mit Hebeln unterwegs sein. Also wie gesagt, wenn man da so einen 10er-Hebel nimmt, dann darf man gerade mal 5% ins Minus gehen. Bei einem 5er-Hebel dann 20%, aber wenn man dann noch einrechnet, also so eine Sicherheitsmarge, dann sind es da auch oft nur 10%. Das passiert halt gerade bei kleinen Anlagen oder von der Marktkapitalisierung her, wie Krypto, Altcoins oder kleinere Aktien, ist es ja nichts gleich passiert. Wenn es mal ausgestoppt hat, das Geld dann auch gleich verloren. Wie wenn man jetzt keinen Hebel benutzt hätte, dann hätte man ja das einfach aussitzen können, die Krise. Wenn es dann wieder steigt, hätte man gar keinen Verlust gemacht. Und es ist halt dann ganz gefährlich, da mit Hebeln unterwegs zu sein.
Andererseits kann Hebel auch bedeuten, man leiht sich einfach wirklich Geld von jemandem. Und auch da ist es aber so, dass wenn man dann Panikverkäufe macht, dass man dann am Ende noch mit Schulden ausgehen kann, anstatt nur, dass man sein Geld verliert. Und das sollte man lieber dann mehr Geduld mitbringen, anstatt zu versuchen, schnell jetzt reich zu werden und dann am Ende mit Schulden dasteht. Und eben nicht all in gehen, sondern 10-20% auf Cash auf der Seite halten. Dann kann man nämlich gerade in solchen Krisenzeiten schön günstig einsteigen und es nutzen als Chance. Und wenn man sich dafür entscheidet, Short-Position einzugehen, was ja sowieso was für Fortgeschrittene ist, dann sollte man da echt aufpassen, weil auch da leiht man sich Geld, man hat dann praktisch Schulden und da sind dann auch solche Stops drin. Die C-Broker sichern sich natürlich auch ab und da kann es auch ganz schnell passieren, dass man ausgestoppt wird und dann Geld verliert. Und da, genau. Und von der Mentalität sollte man sich halt wirklich so ein bisschen einprägen, dass ich habe es oft schon erlebt, auch persönlich, dass man dann schon 3-4x mit einem Investment im Plus war und dann ist es gefallen und man ist nur noch 2x im Plus. Und anstatt sich darüber zu freuen, dass man denkt, ah, hätte ich doch, oh, da war ich noch mehr im Plus und hätte ich da verkauft, aber es ist Blödsinn. Und da finde ich, da passt der Buddha ganz gut, dass man sich da einfach ein bisschen besinnt und sagt, hey, es läuft doch schon gut und da gibt es ein gutes Börsensprichwort. 2 ist eben nicht 1 plus 1, sondern 3 minus 1. Gerade durch die Marktpsychologie ist ganz normal, dass es solche Überschwinger gibt, so Hype-Phasen und dass es dann eben immer zurückkommt. Und es ist unmöglich, da dieses Top oder Bottom, die Spitze oder den Boden zu timen und da optimal ein- und auszusteigen. Genau, das sollte man eben nicht versuchen, den Markt zu timen. Es gibt jetzt auch ein bisschen Ausnahme, wenn man jetzt so in kleineren Aktien oder Wachstumswerte unterwegs ist oder Krypto, kleinere Altcoins und man ist da jetzt schon stabil im Plus, dann kann es doch durchaus Sinn machen, man setzt solchen Stop-Loss, um seinen Gewinn abzusichern, aber das ist eher was für Fortgeschrittene. Und wenn du da jetzt Bock drauf hast, da habe ich auch ein Coaching dazu, wo ich das dann genauer zeige, weil jetzt auch ein paar Dinge, auf die man achten muss, klar. Und aber sonst jetzt für die meisten, gerade jetzt, wenn man Relax-Investor ist oder nur ein bisschen und da nicht so viel Stress investieren will, da macht das natürlich keinen Sinn. Da sollte man eher durchhalten. Und genau, und wenn dann halt mit Cash auf der Seite dann günstig einsteigen. Und noch ein schöner Hinweis ist vielleicht einfach nicht so oft ins Depot zu schauen in die Krisezeiten und es ist unten. Und dann lieber Freizeit, schöne Dinge machen, sich auch in sich selber investieren. Das vergessen viele oft, dass anstatt zu versuchen, nur mit Anlagen reich zu werden, vielleicht auch selber, also ich habe mich jetzt auch selbstständig gemacht, in sich selber zu investieren, weiterbilden, Kurse machen, Coachings kaufen und in die Richtung gehen. Und das kann man auch viel besser steuern, weil die Märkte, da sind so viele Faktoren drin, die man nicht steuern kann. Und was man mit sich selber macht, ist halt viel leichter zu kontrollieren, zu steuern. Dann sind wir mit dem Fazit am Ende und ich stelle noch kurz den Relax-Investor-Kurs vor, den ihr dann live nehmen könnt oder euch die Videoaufzeichnung anschauen könnt, wenn ihr dieses Kongresspaket kauft. Und da ist es so, dass in der Einheit 1, da geht es um die Inflation, die Macht des Zinseszins und da verschiedene Finanzprodukte wie Sparbuch, Tagesgeld, Riester-Rente im Vergleich mit Fonds und ETFs. Und aber auch Mindset, das ist ganz wichtig. Und die nächste Einheit, da geht es eben darum, was sind ETFs? Also gerade wenn du jetzt noch komplett neu bist, hast vielleicht noch gar nicht investiert, da wäre das perfekt eigentlich, dieser Kurs. Da werde ich wirklich ganz einfach Schritt für Schritt wird es erklärt, was sind ETFs. Ich habe meine Frau, die Sonderpädagogin, sogar noch so Lernspiele eingebaut und es hilft natürlich immer, wenn jemand, der aus einem ganz anderen Gebiet kommt, drauf schaut und noch sein Feedback mit einbringt. Und da schauen wir dann uns dann Vor- und Nachteile von ETFs gegenüber Aktien und klassischen Fonds an und gehen dann konkret rein in einzelne ETFs, wie die aufgebaut sind. Und ich habe es jetzt meistens erlebt, dass die Leute dann auch wirklich sehen, dass es gar kein Hexenwerk ist
und dann noch Begeisterung dafür entwickeln. Weil ich höre so oft Leute, die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben, dass die immer denken, oh, ich will damit nichts zu tun haben. Selbst wenn es jetzt Ingenieure sind, Leute, die technisch das locker gut verstehen könnten. Wenn es um Finanzen geht, oh, geht, will ich nicht. Mach du das, nimm mein Geld von mir aus, ich will nichts davon wissen. Und das ist halt einfach traurig. Aber auf der anderen Seite auch wieder eine Chance. Also gerade für mich jetzt, wo finanzielle Bildung gerade in Deutschland jetzt voranbringen will. Und da ist auf jeden Fall noch ein großes Potenzial und Handlungsbedarf. Aber wenn du jetzt den Vortrag anschaust, da bist du ja schon auf dem richtigen Weg und vielen einen Riesenschritt voraus. Und es ist das Wichtigste, diese Hürde erstmal zu überwinden, dass man überhaupt mal reinkommt ins Investieren. Genau. Und die dritte Einheit, da geht es darum, wie man kann man nachhaltig und ethisch korrekt investieren. Gerade mir im Finanzgarten geht es eben auch darum, die Umwelt, ich habe jetzt auch eine Partnerschaft mit Generation Forest. Die machen Waldaufforstung in Panama. Das sind unser erster Partner. Und da habe ich schon so ein Papier gekauft. Da wird 500 Quadratmeter Wald wird da geschützt und wieder aufgeforstet. Und in Zukunft will ich noch mehr in die Richtung gehen. Und beim Investieren kann man auch darauf achten. Da gibt es so zwei verschiedene Kriterien, ESG, SRI. Da muss noch viel passieren, aber es geht schon in die richtige Richtung. Und das schauen wir uns in der Einheit genauer an, die Kriterien, und tun uns auch konkrete Beispiele anschauen. Und in der vierten Stunde geht es wirklich darum, wie stelle ich mein Portfolio zusammen, verschiedene Auswahlkriterien, wie finde ich mir in ETFs. Und zur Portfolioplanung sind dann auch schon verschiedene ETFs verglichen miteinander. Aber du musst dann wirklich selber für dich auswählen, was du kaufen willst, weil ich davon will keine Finanzberatung. Ich will nicht, dass es hinterher heißt, oh, der Ruben, der hat das gesagt, das wäre gut. Sondern du sollst selber und hast dann in der Regel auch das Wissen und Gewissen, da einzusteigen und dich wohlzufühlen dann mit deiner Auswahl. Also es soll dann wirklich persönlich für dich die Entscheidung getroffen werden, wo du konkret reingehst. Aber ich habe da eine schöne Vorlage, die dir dabei hilft und auch übersichtlich macht, dass du auch siehst, wie viel Risiko gehe ich dabei ein und wie viel Prozent gehe ich da rein, dort rein, wie bin ich gewichtet. Das denke ich hilft. Und es ist ja wirklich ein Umsetzungskurs. Also im Optimalfall solltest du das dann auch wirklich in die Umsetzung kommen, das kaufen, dass wir dann in der fünften Stunde auch wirklich so Käufe mal einfliegen können. Da gibt es ein richtig cooles Tool, Portfolio Performance, und da können wir das dann gemeinsam einpflegen und da hast du alles im Überblick. Und wenn du dich jetzt dafür entscheidest, dann vielleicht noch ein bisschen Bitcoin mit reinzunehmen ins Portfolio, dann kann man das auch da anlegen, ohne dass du dich bei verschiedenen Plattformen einloggen musst, und hast dann alles direkt im Blick und schön übersichtlich. Darum geht es in der fünften Einheit, und natürlich auch, wann man verkaufen sollte, und abschließende Fragen werden geklärt. Und jetzt wird es verteilt. Normalerweise habe ich immer so eine Stunde pro Woche Zoom-Call, wo man die Einheiten macht. Bei den Money Heroes ist es ja so vorgesehen, dass man da 2 Stunden pro Abend hat. Deswegen würde ich das ein bisschen dann anders umverteilen, dass man zum Beispiel Einheit 1 und 2 in einem Abend macht, Einheit 3 und 4 in einem Abend und vielleicht, je nachdem, wie weit wir kommen, ein Stück von der vierten Einheit auch noch in Einheit am letzten Abend machen. Und abschließend kann man sagen, dass halt der Umfang etwa 6 Stunden ist von diesem Lex Investor Kurs und 3 Abende zu je 2 Stunden Zoom Call. Und du bekommst eben die wichtigsten Kenntnisse, um mit geringem Aufwand und Risiko erfolgreich zu investieren. Und eben das Mindset für die richtigen Entscheidungen, das Wohlfühlen, das ist verdammt wichtig. Gerade in Krisenzeiten scheitert es oft daran, dass die Leute Panik haben. Aber wenn du da dich gut informiert hast und mit gutem Gewissen die eine Entscheidung getroffen hast und dahinter stehst, dann siehst du das auch viel lockerer und kommst da auch besser durch die Krise. Und genau das ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich auch dieses Tool für die Entscheidungshilfe und den Vergleich vom Excel und der Gewichtung, das ist auch dabei in dem Kurs. Und genau das Ziel ist, dass du dann natürlich dein eigenes Portfolio aufstellst und dann auch immer alles schön im Blick behältst. Und du würdest dann natürlich auch den Finanzgarten damit unterstützen und Naturschutz und soziale Projekte. Ich denke, das ist gerade in unserer heutigen Welt mit der Klimakrise, da sind wir ja auch wieder bei der Krise, es passt ja, aber ja, eigentlich eher traurig.
Und genau, da muss noch viel passieren und würde auch in die Richtung helfen. Damit wäre ich dann am Ende und bedanke mich für deine und eure Aufmerksamkeit und würde das Wort wieder zurückgeben an den Albi. Darf ich Albi sagen eigentlich? Ja, sicher. Ja, vielen, vielen Dank, Ruben, für diesen super spannenden Vortrag. Also sehr, sehr interessant, sich mit den Marktzyklen auseinanderzusetzen. Vor allem auch super interessant, was für Chancen es gibt, wie du schön gezeigt hast, der Unterschied, der Vergleich zwischen Gold, Aktien oder Kryptos, auch höhere Verluste möglich, aber auch höhere Gewinnmargen möglich, vor allem über längeren Zeitraum in den letzten Jahren. Also sehr, sehr, sehr interessantes Thema. Super, dass du auch deinen Umsetzungskurs noch vorgestellt hast, also deinen Relax-Investor-Kurs, wo du ja 3 Abende dann wirklich die Leute persönlich nochmal durchführst durch das Thema und auch dann am Ende die Leute dann selbstständig entscheiden können mit mehr Wissen und mehr Infos, was sie sich dann wirklich selbst ins Portfolio legen. Also wirklich super, super Inhalte. Fragen hat es mittlerweile keine gegeben in den Chat. Dann würde ich sagen, zeigen wir auch noch, was alles andere noch in dem Rettungspaket enthalten ist. Ich teile dafür noch schnell meinen Bildschirm. Ich hoffe, man sieht das jetzt. Hier können wir schon sehen, das Rettungspaket 2022, über 36 Umsetzungskurse, Videokurse, Coachings und vieles mehr. Es gibt 2 Möglichkeiten, das Rettungspaket zu erwerben. Die erste Möglichkeit ist, man kann hier auf unserer Webseite geldhelden.org/finanzcrash das Rettungspaket heute für einmalige 349 Euro kaufen. Oder alternativ kann man auch das Rettungspaket erwerben, indem man $500 unseres Money Hero Tokens staked. Falls Staking und Kryptos noch Neuland für dich sind, gibt es hier auf unserer Webseite weiter eine Schritt-für-Schritt-Erklärung, wie man sich Wallets anlegt und wie man unseren Money Hero Token erwerben und auch staken kann. Es wird hier auch nochmal kurz gezeigt, was der Unterschied ist zwischen Money Hero Staking oder ob man das Paket jetzt kauft. Und ich möchte nochmal direkt darauf hinweisen, dass am morgen Sonntag um 9 Uhr Marco, der Money Hero Gründer, nochmal einen Vortrag hält, wo er auch nochmal auf den Money Hero Token eingehen wird. Es gibt ein paar Neuerungen. Momentan ist der Kurs sehr tief, also man kann sehr günstig nachkaufen. Es wird einige Änderungen geben. Auch im Paket enthalten ist ein Whitelist-Platz von unserem neuen Projekt, dem Money Hero Club, dem Money Hero Investment Club. Diese Informationen bekommt ihr morgen alle um 9 Uhr von Marco, da könnt ihr euch dann auch die ganzen Fragen stellen. Im Paket selbst enthalten sind etliche Videokurse, Live-Webinare, Umsetzungskurse, auch hier bist du, Ruben Meyer, mit deinem Relax Investor Kurs, 3 Abende. Genau. Die Daten können sich natürlich noch ändern, also das ist nicht in Stein gemeißelt, das haben wir auch noch angegeben, dass sich da auch noch was ändern könnte. Wie gesagt, das Rettungspaket ist riesig, es hat sehr, sehr viele Inhalte. Das ganze Paket hat einen Gesamtwert von über 15.000 Euro und ihr bekommt das heute für knapp 350 Euro oder alternativ, indem ihr $500 staked, wie ich schon gesagt habe. Was mir nun auch noch einfällt, ist, dass wir sind ja auf dem Inflationskongress. Die Möglichkeit, das Paket zu kaufen für knapp 350 Euro, besteht nur heute. Der Preis ist auch inflationär, weil wir hier beim Finanzcrash-Kongress sind, beim Inflationskongress, und wir uns entschieden haben, euch zu zeigen, wie Inflation funktioniert. Also, wenn ihr euch entscheidet zu kaufen, umso früher, umso besser, sonst werdet ihr Opfer der Inflation. Wie gesagt, alternativ kann man natürlich auch das Staking betreiben mit unserem Money Hero Token. Sonntag 9 Uhr hält Marco wirklich den Vortrag, wo man wirklich alle Fragen loswerden kann. Und wenn du noch genauere Infos willst, findest du alles auf unserer Webseite geldhelden.org/finanzcrash. Ich stelle den Link nochmal in den Chat. Zudem möchte ich euch auch noch hinweisen darauf, dass um 18 Uhr das nächste Event startet mit Thomas Pollard.
Das Thema ist auch in Kryptowährungen der perfekte Inflationsschutz. Also der Titel lautet Kryptowährungen der perfekte Inflationsschutz? Fragezeichen. Da kann man um 18 Uhr ein Live-Event mit Thomas Pollack. Würde mich freuen, wenn man wieder einige Leute sieht. Und möchte mich nochmal wirklich bei dir bedanken, Ruben, für den tollen Vortrag. Gerne. Hast du vielleicht noch abschließende Worte? Ja, vielleicht, dass man sich nicht zu arg verunsichern lassen darf von den Crashes. Weil wenn man eben nichts macht und gar nicht investiert, dann hat man schon verloren, gerade durch die Inflation. Und es ist halt echt enorm, was man da für eine Entwertung hat. Das ist richtig. Ja. Ja, wie du vorhin schon selbst, glaube ich, gesagt hast in deinem Vortrag, dass du dann deinen Bitcoin panisch verkauft hast. Oh ja. Und hättest du ihn einfach nochmal über ein paar Jahre gehalten, wärst du wieder dicke im Plus gewesen. Absolut. Man kann auch Pech haben und man haltet und der erholt sich nie wieder egal ob es jetzt eine Aktie ist oder eine Kryptowährung, eine spezielle, aber in den meisten Fällen, wie du gesagt hast, wenn man das Portfolio nicht so oft anschaut, auch über längere Zeit und nicht so viel handelt, hat man oft gewonnen, wenn man es einfach haltet, wenn man einfach hodelt. Genau, oder das genau. Und wenn man nicht zu viel auf einmal investiert, dann ist es auch leichter zu sagen, hey, ich lasse es jetzt einfach laufen. Wie wenn man jetzt schon zu viel verkauft hat und dann geht vielleicht die Waschmaschine kaputt, man braucht Geld und dann steigt man eben gerade zu den tiefen Kursen aus. Das ist halt dann das Worst Case. Ich habe es auch interessant und gescheit gefunden von dir, wie du gesagt hast, 10-20% als Cash auf der Seite, dass man das nochmal in gewissen Zeiten nachpumpen kann, aber nicht gleich all in gehen, oder? Aber wie gesagt, holt euch das Rettungspaket, da sind wirklich sehr, sehr viele Inhalte von Coachings, Umsetzungskursen zu verschiedensten Themen, Kryptos, Aktien, Immobilien, Investments, sehr, sehr viel Info, sehr viel Input. Fangt an, jetzt zu investieren. Ihr werdet in der Zukunft dankbar sein, wenn ihr das gemacht habt. Und das beste Investment ist Wissen. Durch Wissen lernt man dann auch richtig zu handeln. Und in so einem Rettungspaket kann man einfach wirklich sich sehr viel Information aneignen von Profis und Experten, die Meinung bekommen und dann auf eigene Basis sein Geld investieren. Ja, absolutes Schnäppchen, was da alles drinsteckt. Das ist wahrscheinlich eher die Gefahr, dass die Leute denken, das kann gar nicht sein, das ist ein Scam, das ist zu gut. Ich bin selbst da fasziniert, was da alles dabei ist. Oder? Man hat echt die unterschiedlichsten Themen, sehr viele Inhalte, also tipptopp, kann man nur sagen, zuschlagen. Genau, gute Investition, denke ich auch. Man muss investieren in Krisenzeiten. Das ist die Chance des Lebens für die meisten. Absolut. Die darf man nicht verpassen. Also, danke nochmal. Jetzt noch einmal abschließend. 18 Uhr, nächstes Event mit Thomas Pollard. Kryptowährungen, der perfekte Inflationsschutz? Fragezeichen. Würde mich freuen, wenn wir dich wiedersehen. Und ich wünsche auch dir, Ruben, noch einen schönen Samstag, Nachmittag und Abend. Den wünsche ich dir und den Zuschauern auch, ja. Und hab mich gefreut, dass du da warst. Mich auch. Tschüss. Vielleicht bis bald. Mach's gut, ciao.